Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, die Landhauswerwölfe. Und ja, in der letzten Folge ist Rory mal wieder zum Werwolf geworden, keine Ahnung. Hat sie irgendwie mal voll Bock drauf gehabt? Weil ich musste sie ja per Cheat, musste sie ja nochmal in einen Werwolf verwandeln. Weil irgendwie hat das mit diesem Rudel, also sie war in keinem Rudel, aber war auf Rudelbewährung. Das hat sie ziemlich mitgenommen, weil sie dann immer auf angespannt war. Und ja, dann habe ich sie aber auch wieder mit einem Cheat wieder zurückverwandelt und jetzt fange ich die neue, habe ich das letzte Mal, war ja die Folge. Und da ist sie auf einmal, zu einem Werwolf mutiert, ne? Also finde ich richtig geil, wenn sowas passiert. Aber gut, dann muss sie halt eben warten. Weil ich meine, jetzt sind wir hier auf der Arbeit. Und ich warte ja im Prinzip auch darauf, dass wir diese Klonplattform erstellen können. Ja, du bist müde. Interessiert mich das? Nein. Wir müssen noch 5 Sachen. Hätte ich jetzt eben nicht die Sachen hier ausdingsen müssen. Oder zählt das auch schon? Ja, das zählt anscheinend auch schon. Ich weiß zwar nicht, was sie da alles findet. Ach, die ganzen Figürchen. Hey. Und bestimmt noch irgendwas. Eine Schatzkarte. Gut. Dann hätten wir das doch mal geklärt. Ich gehe mal davon aus, dass ich ihr jetzt einfach den Schlafersatz kaufen muss. Weil, wohin willst du? Auf aktiven? Ja, nee. So, jetzt trink das mal, weil sonst halten wir ja den Arbeitstag mit dir gar nicht mehr durch. So. Ihn da müssen wir verbessern. Und zwar Objekt transformieren. Damit müssen wir bestimmt wieder irgendwas anstellen. Aber wir müssen erstmal das Ding hier reparieren. Hat das denn... Hat's nicht. Emil hat zwar schon abgehakt, aber... Alter, die geht mir... Wo ist denn das Ding jetzt hin? Willst du mich eigentlich verkackeiern? Wo ist jetzt... Oh Mann, geht hier denn überhaupt nichts mal... Das habe ich wirklich toll jetzt hingekriegt. Wem habe ich das denn jetzt gegeben? Das muss doch jetzt irgendwo sein. Ist auf jeden Fall nicht in meinem Inventar. Ist das nicht schön? Kann ich mir nicht einfach ein neues irgendwie hier...
Ach Mann. Das heißt, habe ich wirklich gut hingekriegt. Jetzt darf ich mir einen neuen basteln. Und ich habe eigentlich keine Lust darauf. Können wir jetzt nicht einfach mal mit Kollegen vielleicht plaudern? Von Erfindung schwärmen. Und dann, glaube ich, könnten wir auch noch hier vorne mit jemandem uns unterhalten. Das ist aber nett, dass du hier hinkommst. Oder auch nicht. Ja, könntest du dich jetzt mal hier hinbewegen? Der Arbeitstag ist schon fast vorbei. Also ich weiß nicht, mit ihrer. Würdest du dich jetzt mal bitte hier vorstellen? Also ich hatte wirklich gehofft, um Rat bitten. Was ist denn jetzt los? Warum hat sie denn Panik? Ist hier irgendwo ein Brand entstanden oder was? Was ist denn los? Nein, wenn jetzt niemanden beleidigen, kannst du dir nicht einfach jetzt mal Albtraum des Narzissten? Was ist das für ein Gefühl? Ihr solltet nicht alle mögen. Fangt sofort an, mich zu mögen. Aha. Ja, ich dachte, wir müssten doch mit jemandem plaudern. Also das Spiel macht mich wahnsinnig. Wie soll ich denn da arbeiten? Das ist wirklich jetzt eine hervorragende Leistung gewesen, die wir heute erbracht haben. Ich glaube, ich schicke sie erstmal irgendwie alleine zur Arbeit, weil das macht ja auch keinen Sinn. Hat heute angemessene Arbeit. Ja, ich kann noch nichts dafür, wenn die zu blöd ist. Wenn mir das Spiel dann auch meinen Simray verschluckt. Dafür kann ich nichts. Und vor allen Dingen, dass sie auch noch diese blöde Marotte hat. Warum auch immer. Wahrscheinlich auch wegen ihrem blöden Werwolf-Gedöns. Weiß nicht, das ist so nervig mit ihr. Wird jetzt irgendwann mal auch der Baum wachsen? Ach Mann, ich will, dass endlich Winter ist. Echt, ey, ich mach das lange nicht mehr mit, ne? Was soll ich mit ihr denn noch machen? Mann. Ich hätte jetzt noch gesagt, geh kacken. Was ist denn los? Warum ist der Hund schon wieder traurig, hä? Kann mir das jemand mal sagen? Wir haben uns doch kennengelernt und alles. Und spielen willst du ja nicht. Wie soll ich mich denn da um alles kümmern? Mann, Mann, Mann.
unglaublich hier mit den. So, und? Wie sieht deine Leistung aus? Zweier. Aha. Ich weiß nicht. Uns fehlt auch nur noch eine Fähigkeit, die wir verbessern müssen, oder? Das heißt, wir sollten vielleicht ein bisschen tanzen. American oder was auch immer und dann tanzen. Ach, guck mal, der Hund schläft jetzt hier im Dings. Boah, am liebsten würde ich der mal in die Fresse hauen, ne? Tut mir leid, wenn ich mich darüber so dingse, aber das ist so schlimm, diese Wutanfälle von der. War ja schon vorher so. Also ich frage mich eigentlich, wie lange das hier noch dauern wird. Leckerchen geben. Also ich weiß nicht. Oh Mann, du redest so lange weiter, bis du dich mal beruhigt hast, du dumme Nudel. Ah, Liebe spüren, bürsten und spielen auch ein bisschen. Was ist los? Also soziales Bedürfnis ist auch im Eimer. Oh Mann. Weißt du, ich habe hier halt auch andere Dinge zu tun. Ich kann nicht. Geh doch hier aufs Klo. Meine Fresse. Lass doch deine Mutter dich hier mal beruhigen, anders ist sie nicht mehr zu ertragen. Es war doch keiner da. Ich will mich eigentlich verkackeiern. So. Und warum sieht sie eigentlich aus wie Sau? Kann mir das jemand mal erklären? Was? Da ist doch auch ein Waschbecken. Also, irgendwie verstehe ich das nicht. So, und dann unterhalten wir uns mal. Heißt, damit wir hier mal auf andere Dinger kommen hier. Weil ich habe jetzt so lange, also ich weiß auch nicht, warum ich die vernachlässigt habe. Wahrscheinlich wegen der ganzen Scheiße hier mit ihr. Von Gespenst geschockt. Ja, das ist ja nichts Neues, oder? Also, guck doch mal ein bisschen interessierter. Meine Fresse. So, du hast ja doch ein Kuchenstück. Das kannst du doch dann auch essen. So, können wir hier irgendwie. Ich habe doch eben noch gelesen, dass wir ihn trösten können. Hat sie sich jetzt verwandelt, ne? Wenn du das zerkratzt.
Was ist das denn jetzt? Oh nein. Jetzt haben. Die haben mir jetzt auch noch gefehlt. Diese blöden Zwockel hier. Zwerge, Entschuldigung. Die Gnome. Ich hatte ja keinen Bock drauf. Lass mich einfach. Könntest du dich jetzt einmal beruhigen wieder? Boah. So. Und jetzt gehst du am besten hier mal schlafen. Und du gehst jetzt mal was essen. Du gehst schlafen, habe ich gesagt. Du musst das hier jetzt nicht aufräumen. So, und was ist mit dir los? Kannst du auch mal um Rat fragen. Dafür ist euer Vater ja da, ne? Entschuldigen. Dankbar sein. Ringo, Zamboom, me beach. Ja, Probleme beschweren, das geht ja auch. Von Lieblingsstar schwärmen. So, wo ist denn der Hund? Da könntest du doch mal eine tröstliche Umarmung geben. Dann ein bisschen entspannen. Ein bisschen spielen. Ein bisschen Leckerchen. Ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen bürsten. Hauptsache, der Hund fühlt sich nicht schon wieder irgendwie so, dass, ja. Großer, trauriger Wolf, weil gegenüber jemandem in der Nähe Schuldgefühle hat. Was ist denn los? Könntest du mal aufhören, gelangweilt zu sein? Also, ich weiß nicht, ihr seid doch alle nicht mal ganz sauber. Ja, wirklich, alle nicht mal alle Latten am Zaun. So, was hast du denn eigentlich schon? Eine Gitarre. Meinst du, du könntest vielleicht hier oben dann einfach mal weiter üben? Auch nicht irgendwie bessere Betten, die vielleicht mal mehr auffüllen. Kümmere dich doch einfach um den Hund. So, und ich denke mal, jetzt hast du doch mal erstmal genug Aufmerksamkeit, oder? Oh, was für wolltest du jetzt schon wieder machen? Musst du heute zur Arbeit? Ja, natürlich, in 2 Stunden. Oh Gott, hoffentlich macht sie das jetzt nicht wütend. Aber verbessert sich ja immer wieder aufs Neue, denke ich. Ja, Hund, ich weiß, das sind keine schönen Geräusche, aber er muss doch irgendeine Fähigkeit aufpacken. Also so viele Sims auf einmal zu unterhalten und sich drum zu kümmern, das ist echt nicht einfach, ne? Aber wir versuchen ja, ja, dann geh doch aufs Klo. Ich hoffe, du gehst hier oben hin. Ja, ich dachte, du wüsstest, wie das geht. Alter, warum muss ich dem Hund das denn sagen? Ich dachte, der hätte gelernt, dass man sein Geschäft macht. Müsst ihr nicht zur Schule? Ah, nee, weißt du was? Du bleibst jetzt zu Hause.
Damit du hier noch deine Tanzfähigkeit verbessern kannst. Warum wollen die denn alle nicht zur Arbeit gehen? Kann mir das mal einer sagen? Muss auch nicht beschämt sein. Jetzt geht's erstmal auf die Toilette. Und dann geht's zur Sch Lena scheint sich auf der Tanzfläche gut zu amüsieren, ja. So, So, und wie sieht's aus? Dann kannst du ja jetzt auch schon mal zur Schule gehen. Für die paar Stunden. Für 2 Stunden. Kann auch mal passieren. Fleißig arbeiten. Hände waschen. Ja, aber ich bin so froh, wenn wir da diese Plattform haben, damit ich mal ausprobieren kann, weil ich kann nicht immer auf Vollmond warten. Das geht mir doch ein bisschen. Es wird mir dann ein bisschen zu viel, ne? Und ich hoffe, dass das geht, ne? Nicht, dass ich da mich jetzt drauf freue und dann ist Pustekuchen. So, hier machen wir mal aus, damit der Hund dann auch entspannen kann. Die Verantwortung von Lena reicht nicht für den Erwerb mehr. Das ist sehr schön. Und ja, durchschnittlich. Die Schule ist für heute aus. Ah, toll. Ja, irgendwann schafft ihr das schon. Wütend, aufgebracht. Nein, mir geht's nicht gut. Ja, das ist doch völlig in Ordnung, wenn du sagst, dir geht's nicht gut. Ach, Gott. Es wird Zeit, schwarz zu tragen. Oh Mann. Hat sich denn heutzutage keiner mehr unter Kontrolle in diesem Haushalt? Okay, warte mal. Hat der Andy nicht haufenweise Punkte? Da brauchen wir doch im Prinzip nicht. Ist das ein Trank? Also wir brauchen auf jeden Fall genügend Punkte für den Jugendtrank. Aber gibt es nicht Erneuerungstrank? 5000. Ja, komm. Und dann kriegt die eine. Ach du Scheiße. Eieiei. Kannst du nicht einfach mal runterkommen? Einfach mal. Die läuft so bescheuert, ne? Wenn mal Zeit, dass du kacken gehst. Das drückt bei jedem dann irgendwo mal hin. Sag mal, was ist denn hier oben für eine. Also, ganz ehrlich, wenn du schon die Scheiße hier zubereitest, könntest du die Kacke dann auch selber saufen oder so? Also manchmal. Ist schon irgendwie nicht mehr normal. So, entschuldige dich mal.
Damit wir das vielleicht mal aus der Welt schaffen können, ist doch alles in Ordnung, Mann. Kommt sie denn bald auch mal nach Hause? 19 Uhr erst. Und irgendjemand hat auch bestimmt noch irgendwie Punkte, oder? Nee, ne. Was könnten wir denn für einen Supi, bestreben, mal anfangen? Outdoor-Fan, freiberuflich. Ich kam jetzt auch noch nicht dazu, die Kuh hier, zu denken, 10 Sammelobjekte sammeln. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust. Wellness, innerer Frieden. Weil ich brauche ja genügend Sachen für den Jugendtrank. Das hast du schon alles abgeschlossen. Entgiftungstee teilen. So, und wie soll er denn Achtsamkeit lernen? Okay, Yoga. Das heißt, wir brauchen eine Yogamatte. Halt alles Mögliche. Am besten dahin. Tut mir leid, wenn ich das hier einfach hinstelle. So, du gehst jetzt meditieren. Wir müssen ja schließlich auch noch Punkte zusammenkriegen wieder. So, was können wir denn mit dir noch machen? Du bist noch immer ein bisschen arg wütend. Kannst du dich nicht mal ein bisschen beruhigen? Was ist denn eigentlich heute hier los? Haben wir Tag der offenen Tür oder was? Und warum sind die denn immer alle traurig? So kann ich nicht arbeiten. Finde Frieden, indem du Wellness-Bücher liest, Musik der Kategorie New Age und Konzentration hörst oder den Duft von Räucherstäbchen einatmest. So. Ich weiß nicht, wie ich mit der irgendwas machen kann, wenn die ständig müde ist. Dann ist sie ständig sauer. Also, es ist einfach ein Krampf. Aber ist das nicht immer so mit dem Andy? Ich weiß nicht. Ich kenne das nicht anders, ne? So, haben wir ein. Wer ist denn hier mit dem Fahrrad da? Okay, ich wusste gar nicht, dass wir so ein Fahrrad haben. Wie sieht's denn aus mit den. Der Baum will aber auch nicht größer werden, meine, dass der hier nicht größer wird, ist mir klar. Wir haben ja noch Herbst, so ein paar Tage. Und ja, meine Lieben, ich sehe gerade, ich sollte vielleicht mal hier an der Stelle einen Cut machen. Der Andy wird hier noch ein bisschen weiter meditieren. Und mir die Daumen drücken, dass die nächste Folge vielleicht ein bisschen erfolgreicher wird noch. Als wir mit der Rory ein bisschen mehr Punkte noch kriegen für die Küssmarotte. Weil, Alter, das geht einfach gar nicht mit dieser. Weißt, jetzt ist sie ein Hitzkopf. Sie ist ja sowieso selbstsicher, aber das müsste eigentlich. Kein Problem sein. Wo sind denn diese Marotten? Kann mir das mal jemand sagen? Ach, hier.
Sehr traurig oder sehr wütend. Ai, 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 ai. Ja. Ja, ich möchte gerne aus dem Rampenlicht treten. Unter Umständen werde ich das. Kann man das nicht auch deaktivieren? Neue Sims ohne Ruhmaufbau. So, legt fest, ob standardmäßig Ruhm aufbauen. Wenn die Option aktiviert ist, bauen Sims keinen Ruhm auf. Sims, die noch keinen Ruhm aufgebaut haben. Die folgenden Sims sind nicht betroffen. Sims, für die die Ruhmeinstellungen manuell im Live-Modus vorgenommen wurden. Das machen wir jetzt einfach mal. Verschmutzungs. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach irritiert. So, ich denke mal, jetzt gibt es keine. Ah, guck mal. Da wird nichts mehr aufgebaut, glaube ich. Kann das sein, dass das jetzt für alle ist? Öffentliches Ansehen. Ja, genau, da ist jetzt alles super. Weil das ging mir halt jetzt auch auf die Nerven, weil dadurch holen die sich ja diese Marotten. Und ich kann die einfach nicht gebrauchen. Nun gut. Ja, aber mein Lieben, ich mache jetzt hier wirklich einen Cut. Und ja, nächste Woche geht's weiter. Und bis dahin habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss.